Gut, ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes Pleger, das sind mich alle kennen. Ich bin Leiter des Ilse-Alt-Instituts für soziale Inklusionsvorschung, stellvertretender Departmentleiter und ja, für die Forschung zuständig. Insofern passt das vielleicht eh ganz gut. Ich bin zwar eingesprungen für Kolleginnen. Wir haben dieses Projektkonzept der Projektwerkstatt als Department eingereicht, weil es doch ein spannendes Konzept ist, in Richtung mehr Forschung auch voranzutreiben. Im dritten Studienjahr, das heißt also fünftes, sechstes Semester, sind die Studierenden gefordert, sich eines von 8 Projekten auszusuchen. Und diese Projekte haben aber was mit den Forschungsschwerpunkten des Ilse-Alt-Instituts zu tun. Oder wir versuchen da auch Dinge oder Projekte anzubieten, die aus der sozialarbeiterischen Praxis kommen, wo man was experimentell weiterentwickeln soll. Aber es sind die 3 Forschungsschwerpunkte, die wir haben: Health and Social Care, also Gesundheit und Versorgung in einem größeren Sinne, auch mit dem Thema. Neben dem Department für Gesundheit beschäftigen wir uns auch mit diesen Fragen von Versorgung, in einem breiteren Sinn, auch der sozialen Versorgung. Ein zweiter Forschungsschwerpunkt ist Partizipation, Diversität und Demokratieentwicklung. Vielen wird Michaela Moser bekannt sein mit ihren partizipativen Projekten, auch wo es sehr stark um Gemeinwesenentwicklung geht. Sie beschäftigt sich sehr stark mit Fragen von Wohnen. In diesem Schwerpunkt beschäftigen wir uns aber auch mit Fragen von Migration auch sehr stark, um ein paar Beispiele herauszuheben. Und der dritte Schwerpunkt ist Methodenentwicklung und soziale Diagnostik. Das ist enger jetzt, was mit sozialarbeiterischen Methoden zu tun hat, also wo es um die Weiterentwicklung von sozialdiagnostischen Tools gibt. Dafür sind wir relativ bekannt, auch im deutschsprachigen Raum. Aber auch sonst Methodenentwicklung der sozialen Arbeit spielt eine große Rolle. Also jetzt ist es so, dass alle Dozentinnen, aber auch nebenberuflich Lehrenden die Chance haben, Projekte einzureichen. Das ist ein Prozess, wo dann bis Anfang Februar können diese Konzepte eingereicht werden, welches Projekt sie verfolgen wollen. Und dann gibt es eine Fachjury, bestehend aus den 3 Koordinatorinnen der Forschungsschwerpunkte, der Studiengangsleitung und dem Modulbereichsverantwortlichen Person für Lehre in Bezug mit Projekt, also Lehrforschung, die dann aus den eingereichten Projekten 8 geeignete aussuchen, wo wir verschiedenste Kriterien anlegen, eben einerseits auch Geeignetheit für den Jahrgang, ob das Thema passend ist. Die Passung zu den Forschungsschwerpunkten spielt natürlich eine Rolle. Auch die Qualität der Einreichung ist das Konzept, also man muss da schon ein Konzept präsentieren, wie man das wirklich also auch durchführen will, einen Projektplan etc. Genau, und dann beginnt, also dann ist noch Zeit, auch wenn etwaige Überarbeitungen gemacht werden müssen bei dem Konzept, ist da Zeit. Also oft haben wir mehr Einreichungen, als wir anbieten können. Da muss man halt dann, das ist manchmal die Qual der Wahl, in dem Sinn. Und im Herbst beginnt es dann, meistens in einem Projekt, weil da legen wir Berufsbegleitende und Vollzeitform auch zusammen. Das ist sonst, die haben ja ihre getrennten Wege. Es ist aber spannend, dass die zusammenkommen im Rahmen dieser Projektarbeiten. Beginnen dann im Herbst und das Ganze läuft 2 Semester. Und was spannend ist, die Studierenden verfassen hier auch ihre Bachelorarbeiten, so quasi im Rahmen dieses Projektes. Das ist also die Kunst, dass man, also das ist die Bachelorarbeit quasi, dass man die gut verbinden kann. Wie schaffe ich es, dass ich einen guten Projektplan mache, dass ich 11 Bachelorarbeiten unterbringe? Das ist sozusagen auch die Kunst, die man sich gut überlegen muss, wo man auch schauen muss, wie kann das gut gelingen. Ich hebe jetzt vielleicht ein Projekt heraus, das habe ich selbst geleitet, nämlich das Projekt Soziale Arbeit mit älteren Menschen und ihren An- und Zugehörigen sichtbar machen. Soziale Arbeit hätte in dem Kontext großes Potenzial, auch in der Kooperation mit der Pflege wäre da noch sehr viel drinnen, sage ich. Also da wäre auch, denke ich, einiges in Austausch, ist ja auch schon angeklungen heute. Sozialarbeit ist da auch dabei. Ich denke, da könnten gute Ergänzungen stattfinden. Es ist wenig bekannt, was soziale Arbeit machen kann. Und da haben wir gemeinsam mit Studierenden, das war ein interdisziplinäres Projekt, insofern spannend, weil wir Projektgruppe aus dem dritten Semester Medientechnik zusammengearbeitet haben. Unsere Studierenden haben quasi die Drehbücher für 4 Kurzfilme gemacht und die Medientechniker haben umgesetzt.
Das war eine sehr spannende Kooperation, nicht immer ganz leicht, sage ich jetzt einmal so, weil es ja auch einmal sich, ja, aber es ist auch, dass sich die Disziplinen zusammensprechen müssen, auch ein Verständnis entwickelt werden muss. Und als Ergebnis kamen eben 4 Kurzfilme raus und einige Bachelorarbeiten im Umfeld auch, also wo man dann halt auch die Entstehung des Films, das Filmwerden, auch die Überlegungen, die dahinter gestanden sind, warum diese Thematik etc., das waren dann die Inhalte der Bachelorarbeiten, die Kolleginnen, das machen wir auch zum Teil nicht immer, auch in Gruppen verfasst haben, das heißt, wo jeder dann auch so seinen Teil hatte, aber auch als Gesamtes zu sehen. Genau, und so ist das ein erstes Kennenlernen von Forschung für uns, insofern wichtig, die Bachelor-Projektwerkstatt, weil wir da einige, ja, neue Felder auch in der Forschung, auch in der Sondierung mal was experimentieren können. Wir haben ja dann auch später dann im Masterstudium noch größere Forschungslabore, die gehen über 2, also über 4 Semester. Und für uns sind diese Lehrforschungsprojekte auch im Institut sehr wichtig, weil wir ja auch versuchen, Themen zu verfolgen, für die es schwierig ist, Finanzierungen zu bekommen. Und da kann man oft einmal mit Bachelor-Projekten einmal beginnen, einem Thema Aufmerksamkeit zu widmen, das weiterzuentwickeln. Ja, und es kann dann auch gelingen, auch nach Jahren, wenn man nur mit Lehrforschung vorangeht, auch zu größeren Projekten zu kommen. Jetzt haben wir gerade ein Erasmus-Plus-Projekt bekommen, ein größeres, das jahrelang auf einer Basis von Lehrforschungsprojekten quasi entwickelt worden. Also das zahlt sich aus. Wir brauchen das, weil wir da im Bereich der Forschung, im Bereich der sozialen Arbeit viele Themenstellungen haben, wo wir wahrscheinlich nie ein Projekt kriegen werden, weil es einfach keine Förderschiene dafür gibt. Genau, das in aller Kürze, gerne dann auch noch weiter.